Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, oder besser gesagt, guten Abend. Ja, ich melde mich heute ziemlich spät, aber ja, ich bin auch ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, wie das immer so bei mir ist, ich habe so bis um 6, 7 geschrieben und dann wollte ich eigentlich mich schlafen legen, aber irgendwie aus welchem Grund auch immer konnte ich nicht einschlafen. Wieder aufgestanden und nochmal. Danach wollte ich noch eine Zigarette rauchen, so zwischen 8 oder 9 war das. Da ging die Tür fast nicht auf, weil so viel Schnee runtergekommen war. Ja, und da musste ich dann den erstmal ja, wegschippen und das war wirklich, wenn man es mit der Pumpe hat, auch wenn das nur so 9 Stufen sind, hochwärts. Bei mir geht ja die Treppe nach unten und nicht nach oben. Man muss alles über den Kopf schippen und praktisch eine halbe Etage nach oben. Es ist auf jeden Fall ganz schön heftig gewesen, vor allen Dingen, weil das so ein nasser, pappiger Schnee war. Ja, war ich dann erstmal so ein bisschen fix und alle und habe mich dann hingelegt und wie das ist, Schlaf braucht man. Und dann habe ich halt etwas länger heute geschlafen, bin erst so gegen 5, 6, um 6 wieder raus, weil bis ich da mit allen fertig war mit dem Schnee, war es um 10. Ja, und von daher. Ja, der Schnee hat uns ganz schön den Zeitplan versaut. Und das Schlimme ist, nach den 8 Stunden liegen schon wieder so viel da. Aber ich habe so den Eindruck, ein bisschen, was habe ich so um die Tür rum weggemacht, damit die wieder nicht aufgeht. Und der scheint nicht mehr ganz so pappig zu sein. Ja, jetzt kommen wir zur 451. Stunde zur Weltgeschichte. Und damit der 969. Geschichtsstunde insgesamt. Nochmal kurz der Stand bei den anderen. Bei wtube.org, da lade ich gerade das 171. hoch. Heute will ich sehen, dass ich bis zu 175 noch komme. Wenn alles funktioniert und nichts ausfällt oder irgendwas technisch nicht klappt. Ja, und bei BitChute sind es mittlerweile 69. Dachte, ich kriege noch ein zweites gestern hoch. Das erste ging schnell, das zweite wieder ewig nicht verarbeitet. Dreimal habe ich es schon versucht. Das ist das Problem bei BitChute. Das Verarbeiten klappt halt immer so wie so ein Würfelspiel. Und über nicht Instagram, über Telegram kann man jetzt direkt bis zur Nummer 100 alle ansteuern. Das heißt, bei WTube kann man jetzt schon die ersten 4 Bände komplett wieder sehen, die man jetzt bei YouTube schwer noch findet, weil sie nicht mehr in der Übersicht angezeigt werden. Das zu dem persönlichen, zu diesen Ständen und damit kommen wir erst nochmal schnell zu den Ereignissen des Tages. Ja, die ersten zwei, da brauche ich keinen, da brauche ich bloß rausgucken. Extremwetter bis Montag, starke Schneefälle in Teilen Deutschlands, zahlreiche Unfälle, Bahn rechnet bis einschließlich Montag mit Einschränkungen. Ja, natürlich sind natürlich auch jede Menge Leute jetzt krank per PCR-Test, die dürfen da nicht kommen. Früher wären sie halt gekommen zum Beräumen, um wieder alles in Flötze zu bekommen, wenn sie schnupfen, wenn sie ein bisschen Halsschmerzen gehabt hätten. Man kennt ja die Deutschen, ne? Die lassen sich davon eigentlich nicht abhalten. Jetzt wirst du da gesagt, bleib zu Hause, du bist eine tödliche Gefahr. Corona-Pandemie, rund 12 Millionen Menschen in Großbritannien mit erster Dosis geimpft. Ja, deswegen sterben mal in Großbritannien so viele Menschen und es gibt so viele angebliche Mutationen. Kommen wir gleich noch zu den Beispielen dazu. Ne? Bayern und Österreich verschärfen Grenzkontrollen. Ja. Jetzt, wo die Leute mal richtig Schnee hätten, um zum Skifahren zu fahren, da muss man zu Hause bleiben. Weil ja angeblich ein tödlicher Virus umgeht, der dich umhaut, wenn du auf der Piste 3 Meter Entfernung dir jemand mit den Skiern gegenüber entgegenkommt. Ne? Scholz rechnet mit Schuldenabbau binnen 10 Jahren. Ja, wer zahlt das? Das sollen wir dann alles zahlen. Ne? Nicht die, die es verschuldet haben mit ihren zu überzogenen Maßnahmen. Thüringen legt Konzept für einheitlichen Lockdown-Ausstieg vor. Ja, der vorbildliche Ramelow. Er will dann wieder glänzen im September. Ja, ich hoffe, dass doch noch ein paar, soll ja angeblich alles so ziemlich geblieben sein, wie es bis jetzt ist, die Prozente, dass ich doch noch mal erkennen, was sie sich da gewählt haben. Infektion mit Mutationen, jetzt kommt's, mit Mutationen in niedersächsischem Altenheim, trotz Impfung, ja. Wie ich schon gesagt habe, man benutzt jetzt die Mutationen, damit man
die Impfschäden darunter verbuchen können und die, die dann daran verrecken. Ja, wer dann trotzdem krank wird nach der Impfung, der hat halt nicht mehr das alte Corona, sondern das neue und ist dann daran gestorben, aber nicht an der Impfung, nicht an der Impfung. Ja, und wir hatten schon mehrere Fälle, es ist ja nur einer, den sie mal zugegeben haben, wo es nach der Impfung Erkrankung gibt, weil jetzt hat man ja die Mutation, die man dafür herhalten lassen kann. Klausur des SPD-Vorstands, Scholz nennt Ziele von Wahlprogramm, Klimawandel zentrales Thema. Ja. Oh, es ist total heiß draußen. Oh, die Erde, die geht voll, die erhitzt sich. Ne? So hat man ja letztes Mal schon richtig nicht mehr von Klimaerwärmung gesprochen, sondern von Klimaerhitzung. Nur merkt man momentan nicht. Ich habe geguckt schon mal, weil ich mal sehen wollte, wie lange der Spaß noch geht. Bei MDR sind immer so auf der Seite 502 ist es, glaube ich, die Temperaturvoraussagen für 5 oder 6 Tage drin. Also es bleibt arschkalt, zumindest hier. Teilweise im zweistelligen Bereich, aber der Klimawandel, der Klimawandel. Das ist wie mit dem Coronavirus. Man muss den Leuten nur lange genug erzählen, dass es einen tödlichen Virus gibt, dann glauben sie das. Und genauso ist das mit dem Klimawandel, den man Menschen gemacht hat und stoppen könnte. Ja, NATO, Deutschland meldet Verteidigungsausgaben in Rekordhöhe. Ja. Wann kommt der große Krieg? Haben wir ja schon gegen das Volk. Flucht über das Mittelmeer. Auf Ocean Viking können 422 gerettete Migranten nach Sizilien bringen. Oh, wir dürfen nicht von Erfurt bis nach Jena, das sind über 15 Kilometer. Könnte passieren, dass wir verhaftet werden und kriegen ein Strafverfahren wegen Missachtung der Hygieneregeln, der Maßnahmen. Aber wir schaffen jetzt, wo die Bürger hier in diesem Land und in Europa nicht vor die Türe dürfen und behandelt werden wie Kriminelle, schaffen wir klammheimlich jede Menge Migranten jetzt aus Afrika nach Europa, damit wir sie dann schön überall verteilen können. Und wenn dann irgendwann einmal dieser sogenannte böse Virus bekämpft ist, dann gucken wir aus dem Fenster und machen und wollen spazieren gehen. Und wir sehen nur noch Afrikaner in Deutschland. Ja, so ist das gedacht. Das ist auch ein Teil, weswegen man diesen Schwachsinn hier durchzieht. So kann man solche Aktionen ohne großen Widerstand schön durchziehen. Stimmt's, Herr Seehofer? Stimmt's, Herr Seehofer? Ja, weiter geht's mit Indien bis zu 150 Tote nach Gletscherabbruch befürchtet. Hat aber nichts mit dem Klimawandel zu tun. Gletscher sind schon immer gekommen und gegangen, solange wie es die Erde gibt. Myanmar, Zehntausende protestieren erneut gegen Machtübernahme des Militärs. Konflikt in Tigray, UN können Hilfslieferungen ausweiten. Na dann immer weg mit unserem Geld. Atomabkommen. Iran fordert Aufhebung von US-Sanktionen für Erhalt des Vertrages. Und jetzt kommen wir noch zu den lustigen Zahlen, weil anders kann man sie nicht mehr nennen. Das ist nur noch lächerlich. Und die Frau Merkel wird sich heute wieder freuen und sagen, nur gut, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße, denn heute haben wir wieder leichtes Plus. Wir haben 8.616 positiv getestete, nicht infizierte. Minus, oh, und schau an, nur noch 231 Tote, wahrscheinlich ist durch den Wintereinbruch auch der Impfstoff, der noch übrig ist, nicht mehr dorthin gekommen, wo es sollte. Keiner hatte Lust zu impfen, also sind da nicht so viele gestorben. 231 und dann haben wir minus 8.300 Genesene. Somit sind wir heute bei einem Saldo von 85 plus. Oh, da freut sich jetzt aber die Frau Merkel, weil wir haben ja bald wieder Gipfel am 10.2. Die Zahlen steigen wieder, ne? Besorgniserregend. Dann haben wir jetzt mittlerweile seit einem Jahr und 11 Tagen, die wir zählen, 2.284.000 und 10 positiv getestete, nicht wie ihr immer lügnerisch schreibt. Infektionen oder Fälle Covid-19-Infektionen. Nein, das sind auf einen PCR-Test getestete, positiv getestete Menschen, die teilweise überhaupt nichts haben und die ihr widerrechtlich wegsperrt, nur weil ihr mit einem PCR-Test sie zu Kranken gemacht habt. Genauso ist das mit den 61.517 Toten. Wer da wirklich alles an der Virus gestorben ist, das steht in den Sternen, wurde nie richtig ermittelt und die haben dann wahrscheinlich eher eine normale Grippe. Die neue Grippesorte Covid-19 haben auch ein paar gehabt, okay. Aber es ist halt nichts anderes als eine neue Grippe mit einem neuen Namen.
Ja, jetzt zählen wir. Und der Herr Steinmeier möchte da sogar jetzt für Krippetode eine besondere Ehrung machen. Oh, Mama mia, neuer Jahrestag, Tag des Krippetoten. Ja, minus 2 Millionen und 29.200 Genesene. Und damit sind wir jetzt bei einem Saldo von 193.293, macht geteilt bei 83.166.771 Einwohnern in diesem Land prozentual 0,2324%. Aber es hat nichts genutzt, Frau Merkel, sind nur noch 0,23%. Zum Aufrunden reicht es noch nicht, was da dazu gekommen ist. Nehmen wir nur zwei Stellen in der Komma, sind sogar noch 0,2%. Ja, und damit sind wir durch mit dem Kladderadatsch. Muss ich nicht viel dazu sagen, sprach vieles für sich. Aber wie ich schon sagte, wenn jetzt geimpft wird, vor allen Dingen mit diesem britischen tollen Impfstoff, wo man mehrfach Studien abgebrochen hat, erinnern wir uns, während dieser sowieso schon saukurzen angeblichen Testphase, ja, da kann man jetzt sagen, oh, die sind geimpft worden alle, aber trotzdem sind sie gestorben oder krank geworden. Aber nicht an unserer Impfung, das ist der neue mutierte Virus. Ja. Und es gibt genug, die aus Karrieregründen, aus Angst, sie könnten ihren tollen Job im Labor verlieren oder sonstiges, derzeit alles mitmachen. Das könnt ihr mir glauben. Muss man keine große Order mehr rausschicken, weil mittlerweile wird ja jeder so kriminalisiert, der nichts sagt. Jeder, der Schnupfen hat, hat Covid-19. Ja, gut. Und damit können wir loslegen mit der Geschichtsstunde. Heute sind wir gut in der Zeit. Wir hatten gestern als erstes in der gestrigen ein sehr interessanter Fokus. Als erstes Zeit der Aufklärung, neue Ideen erfassen Europa. Ja, da wurde noch einmal deutlich, Frau Merkel, dass Grundrechte, Menschenrechte etwas Angeborenes sind und nicht, wie Sie sagen, das ist Luxus, das ist nicht so, dass das unbedingt sein muss, ne? So wie die Frau Merkel das ja mal so in etwa rübergebracht hat. Nein, das mit in dem Moment, wenn wir geboren werden, haben wir diese Menschenrechte, Frau Merkel. Und ihr werdet dafür noch bitter bezahlen. Das verspreche ich euch, was ihr hier in diesen letzten Monaten durchgezogen habt und nicht nur in den letzten Monaten, schon die ganzen Jahre vorher mit anderen Aktionen wie Migrationspakt und mit Klimakatastrophenquatsch, ne? Ja, 26. August 1748, Luthertum in Nordamerika. Da wurde der Herr Heinrich Melchior Mühlenberg nach Philadelphia geschickt, um die dortigen Lutheraner zu unterstützen beim Aufbau einer Organisation. 1748, Mathematikerin erhält Lehrstuhl. Das war die Italienerin Maria Gaetana Agnesi. Und zwar in Bologna wurde sie dort, erschien ihr Werk. Analytische Gesetze, und dann bekam sie kurze Zeit vom Papst in einen Lehrstuhl für Mathematik und Naturphilosophie. Dann hat man 1749 Experimente mit Blitzen, die führte durch Benjamin Franklin, auch politisch bekannt als einer derjenigen, die das einst freie Amerika schufen. 1749 Halifax gegründet durch den oder auf Betreiben von George Montague, Dunk Earl of Halifax, deswegen die Stadt heute auch diesen Namen trägt, in Kanada, in Neuschottland. 1749, Meteorit von Krasnojarsk, da stürzte ein Meteorit in Sibirien auf die Erde. Und das erforschte am Ende ein deutscher Wissenschaftler, Peter Pallas, und nach dem wurde dann das Gestein benannt, Pallasit. 10. September 1749, da hat man die Frau mit dem schwierigen Namen, deswegen nannte man sie wahrscheinlich einfach nur Lady Newton, macht Furore. Der volle Name war von dieser Dame Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Bretilleux, Marquis du Châtelet. Und 1749 Talent im Dienst des Ehemanns, das war Luise Adelgunde Victorie Gottsched, die ihrem Ehemann, dem Herrn Johann Christoph Gottsched,
mächtig unter die Arme griff und dadurch ihr literarisches Werk nach hinten stellte. 1750 vom Wasserrad zur Turbine, da erfand der deutsche Arzt und Physiker Johann Andreas von Segner das erste von ihm nach ihm ein Reaktionswasserrad, aus dem später die Reaktionsturbine wurde. Und 1750 Massenware Handfeuerwaffen. Daraus die machte, oder aus den Handfeuerwaffen machte der Regensburger Büchsenmacher Josef Bartholomäus Kuchenreuther Massenware, indem er da ja die Teile so gestaltete, dass man sie leichter wechseln konnte, auch Laien dann Reparaturen vornehmen konnten, wo man nicht unbedingt immer einen Handwerker direkt brauchte. Ja, und heute geht's weiter. Fehler hatten wir gestern keine drin, damit können wir keine, brauchen wir keine Korrekturen zu machen. Um 1750. Großstädte mit Lebensqualität. Die Einwohnerzahl der europäischen Großstädte steigt im 18. Jahrhundert sprunghaft an. Als modernste Großstadt Europas gilt London, das von bürgerlichem Wohlstand geprägt ist. Die ehemaligen Adelspaläste sind zu Geschäftshäusern geworden. Viele Mietshäuser mit komfortablen Wohnungen säumen die Straßen. Auch verfügen die Straßen über Bürgersteige und sind nachts beleuchtet. Ein Vorzug, den es sonst nur noch in Wien gibt. Reichtum und Bequemlichkeit konzentrieren sich jedoch vor allem auf die Innenstadt. In den Außenbezirken herrscht dagegen nach wie vor großes Elend. Ein Bild dazu haben wir nicht und damit kommen wir gleich weiter. Um 1750 mit weiblicher Lesewut. Mitte des 18. Jahrhunderts wird das Lesen für Frauen des gehobenen Bürgertums zur beliebten Freizeitbeschäftigung. Von der Partizipation am öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen, finden viele Frauen durch den Umgang mit Literatur einen Zugang zu Kultur und Bildung. Die männliche Öffentlichkeit hingegen versucht nicht nur, das weibliche Leseverhalten zu analysieren, sondern kritisiert es auch heftig. Männlichen Ratgebern zufolge lesen Frauen angeblich grundsätzlich anders als Männer. Die weibliche Beschäftigung mit Literatur sei oberflächlicher und anspruchsloser als die männliche. Darüber hinaus wird das Interesse von Frauen an Büchern als Gefahr für Sitte und Anstand angegriffen. Von Männern speziell für das weibliche Publikum entwickelte Leseprogramme beinhalten daher nur solche Bücher, die das sittliche Verhalten von Frauen fördern sollen. Romane, insbesondere Liebesromane, gelten als ausgesprochen gefährlich für die weibliche Wohlanständigkeit. Ein weiterer von den männlichen Ratgebern immer wieder thematisierter Kritikpunkt an der weiblichen, in Anführungszeichen Lesewut, Anführungszeichen Ende, bezieht sich auf die angebliche Vernachlässigung der Haushaltspflichten, die durch den zeitraubenden Umgang mit Literatur entsteht. Ein in dieser Hinsicht besonders besorgter Mann entwickelt speziell für diesen Zweck ein Lesepult, das seine Ehefrau in einer Zeitschrift anpreist. Zitat: Dieses Pulpit, in Klammern heute Pult genannt, Klammer zu, dient mir nicht nur beim Spinnen, sondern auch beim Nähen, Sticken und dergleichen. Mir ist es unmöglich, bloß allein an solche Arbeiten, wenn ich damit beschäftigt bin, zu gedenken. Sie lassen mir beständig so viel Raum in der Seele übrig, dass ich mit völligem Nachdenken dabei lesen kann. Aber ebenso unmöglich ist es mir auch, allein zu lesen, ohne eine häusliche Arbeit dabei zu verrichten. Aber ganz artig, Zitat Ende. Ja, und da haben wir noch ein Bild dazu. Auch die Malerin Anna Dorothea Terbusch gehört zu den weiblichen, in Anführungszeichen, Leseratten, Anführungszeichen, Ende. In Klammern, in Anführungszeichen, Selbstbildnis, Anführungszeichen, Ende. Öl auf Leinwand, Staatliche Museen, Berlin. Ja. Ja, ja. Sicherlich. Und damals war das ja auch berechtigt, wenn es dann Frauen gab, die dagegen protestiert haben, die da gleiche Rechte eingefordert haben. Alles okay, diese Frauen, die respektiere ich auch.
die da solchen Quatsch bekämpft haben, ne? Aber heute hat sich das ins Gegenteil verkehrt. Heute sind die meisten, die mit ihren Quotengequatsche kommen, nur wollen damit verdecken, dass sie intelligenzmäßig nicht auf dem höchsten Stand sind und diese fehlende Intelligenz durch Quoten austauschen möchten. Oder ausgleichen. Prost, Frau Baerbock, mit ihrem Kobold, ne? Ja, und ein Schluck Milch und ein Schluck Kaffee. Weiter geht's. Um 1750. Yoruba ziehen in die Städte. Die Stämme der Yoruba, die in Benin und Südwest-Nigeria leben, beginnen sich in Städten anzusiedeln. Das westafrikanische Volk der Yoruba ist eher als Sprachgruppe, denn als ein einheitliches Volk zu bezeichnen. Im 18. Jahrhundert teilen sie sich in verschiedenste Stämme auf, die wiederum in Stadtstaaten organisiert sind. Viele Yoruba-Stämme sind bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts am Sklavenhandel im Südwesten Nigerias beteiligt. Na, schau an. Oft führen sie die langen Sklavenkarawanen vom Landesinneren an die Küste an. An die Küste an. Nach eigenen Ursprungssagen ist der Stamm einst aus Ägypten eingewandert. Die Könige der Yoruba nehmen einen göttlichen Rang ein, werden jedoch von Beamten kontrolliert. 401 Götter werden insgesamt verehrt. Die einst vom Hochgott Olodumare auf die Erde geschickt wurden. Zentrum ihrer Kult ist Ife, in Klammern heilige Stadt zu Deutsch, Klammer zu, in Südwest-Nigeria. Heutzutage leben die Yoruba überwiegend auf dem Land, in vielen Fällen in Großfamilien, Gehöften und betreiben Hackbau. Der Handel wird von den weiblichen Mitgliedern der Stämme beherrscht. Sie sind obendrein auch geschickte Handwerker. Ja, also das war zum Beispiel so ein Beispiel, die selber Sklavenhandel betrieben haben und wo dann halt die Europäer kamen und wollten welche für Amerika haben, haben sie die halt an die verkauft. Vorher haben sie sich untereinander verkauft in Schwarzafrika oder halt an die Araber nach Nordafrika und in den restlichen Orient. Ja, aber heute spricht jeder nur von den bösen, weißen, europiden Sklavenhändlern. Ja, und hier haben wir noch ein Bild dazu. Holzmaske der Yoruba-Kultur in Nigeria. Die traditionsbewussten Yoruba sind Träger einer alten Hochkultur, die ihren Ausdruck in Terrakotta- und Gelbgussfiguren sowie in Holz- und Elfenbeinschnitzereien findet. Ja, alles toll gemacht. Ist handwerklich sicherlich ja hochwertig, aber Eisenbahn baut man damit nicht, Straßen baut man damit nicht und ja, Sklavenhandel gibt es nicht mehr, damit können sie kein Geld mehr verdienen, zumindest kein offiziellen mehr. Weiter geht's, und da sind wir im Jahre 1751. Ja, nehmen wir zuerst den großen Artikel, den zweiseitigen. Ohne Datum 1751. Entbindungsanstalt mit männlichen Geburtshelfern. Und da lasse ich nochmal kurz ein bisschen Luft raus, bevor die dann die Embryonen oder das Baby rauslassen. Embryonen sind sie ja nicht mehr dann. Ja, an der Universität in Göttingen wird die erste akademische Geburtsklinik im deutschen Sprachraum eröffnet. Zum ersten Dozenten für Geburtshilfe wird der zuvor an einer Straßburger Hebammenschule praktizierende Georg Röderer an die Georg-August-Universität berufen. Damit setzt eine Entwicklung ein, in der Männer die Geburtshilfe, eine zuvor traditionelle Frauenkunst, zunehmend dominieren. Die Geburtshilfe wurde in Deutschland bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts fast ausschließlich von Hebammen ausgeübt. Die Vermittlung von Geburtswissen und praktischen Hilfestellungen erfolgte in Hebammenschulen oder durch mündliche Überlieferung. Ärzte erfuhren bis dato bestenfalls eine theoretische Einweisung und waren üblicherweise bei Entbindungen nicht anwesend.
Auch die Gynäkologie entwickelte sich als eigenes medizinisches Fachgebiet erst relativ spät. Die Aneignung der Geburtshilfe durch Männer ist von einer heftigen Polemik gegen Hebammen begleitet. So lautet die Antrittsvorlesung von Professor Röderer, Zitat: Über den hervorragenden Wert der Hebammenkunst, deren Ausübung durchaus die Aufgabe eines Gebildeten ist, Anführungszeichen Ende, Zitat Ende. Wichtigstes Ziel der Göttinger Frauenanstalt ist, Zitat, für das Ausland geschickte, ihres Namens würdige Geburtshelfer, Zitat Ende, heranzuziehen. Daneben sollen auch Hebammen ausgebildet sowie Mittel gefunden werden, um die Frauen- und Kindersterblichkeit zu senken. Unabhängig von ihrer Konfession wird jede schwangere Frau in der Göttinger Klinik aufgenommen, kostenlos behandelt und verpflegt. Das Gebäude der Entbindungsanstalt ist baufällig und verfügt nur über 2 Zimmer. In den 12 Jahren der Amtszeit Röderers werden 232 Kinder zur Welt gebracht. 1753, oder nee, das ist ein Datum, 1753 erscheint das erste geburtsmedizinische Lehrbuch des Dozenten. Seine vielfach übersetzten Werke und das praktische klinische Wirken bringen ihm internationale Reputation. Weiter geht's mit einem Unterabschnitt dazu. Der erste. Benjamin Osiander. Während der Amtszeit des zweiten Leiters Benjamin Osiander, der von 1792 bis 1822 Direktor der Entbindungsanstalt ist, werden 2540 Geburten gezählt. Der Schwerpunkt von Osianders wissenschaftlicher Arbeit liegt auf den Fragen der Schwangerschaftsdiagnose. Zwar sind die Geburtshelfer noch immer stark auf die Aussagen und das Wissen der Frauen angewiesen, die als Patientinnen zu ihnen kommen, doch sind die Ärzte zunehmend bemüht, eigenes Wissen durch praktische Untersuchungen zu erwerben. Ja, das sind sie nun mal voraus und das braucht man keine Quoten. Hebammen sind nur Frauen, die wissen es besser als wir. Wenn Männer das dann auch lernen und mitmachen können, kein Problem. Aber das ist nun mal ein Beruf, rein von der Natur her, der für Frauen prädestiniert ist. Ja, weiter geht's mit dem zweiten Unterabschnitt, Zange und Stuhl. Bei fast der Hälfte der Geburten ist nach Meinung Osianders künstliche Hilfe mit einer von ihm weiterentwickelten Geburtszange notwendig. Diese Form der aktiven Geburtshilfe darf nur von den Geburtshelfern, nicht aber von den Hebammen vorgenommen werden. Auch das Gebären auf einem in Anführungszeichen Geburtsstuhl, Anführungszeichen Ende, ist in der Klinik gebräuchlich. Dabei sind die Frauen nahezu vollständig bekleidet. In fast aufrechter Haltung sitzen sie auf dem Gebärstuhl. Der Geburtshelfer hockt auf einem kleinen Schemel zwischen ihren gespreizten Beinen und untersucht mit den Händen den Geburtsverlauf. Hinter dem Gebärstuhl stehen Helferinnen, die die schwangeren Frauen unterstützen. Jede einzelne Geburt wird von Osiander ausführlich dokumentiert. Die Bilanz ergibt, dass bei den Klinikgeburten insgesamt weniger Kinder und Mütter sterben als bei herkömmlichen Hausgeburten. Und der letzte Unterabschnitt zu diesem Artikel. Medizinische Sammlung. Während der 30 Jahre, die Osiander in Göttingen arbeitet, legt er eine große Sammlung medizinischer Arbeitsgeräte und Präparate an. Kurzes Beispiel wieder. Entschuldigung. Die Sammlung erhält den Beinamen in Anführungszeichen Museum Anatomicum Osiandrinum, Anführungszeichen Ende. 1812 verfasst der Mediziner einen Katalog, in dem er mehr als 1500 Präparate aus seiner Sammlung aufführt und mit einem kurzen Kommentar versieht. Thematisch gibt es keine Beschränkungen. Die Sammlung reicht von zahlreichen Präparaten, von Gebärmuttern in allen erdenklichen Formen, über Föten, unterschiedlichen Alters, mit und ohne Missbildungen, bis zu Tier- und Pflanzenpräparaten.
Hinzu kommen Skelette sowie Schädel. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Knochen des weiblichen Beckens. Trotz der lebenslangen Beschäftigung mit seiner Sammlung gelingt es Osiander nicht, ihr eine abgeschlossene Ordnung zu geben. Heute sind von dem in Anführungszeichen Museum Anatomicum Osiandrinum Anführungszeichen Ende nur noch wenige Stücke erhalten. Und da haben wir ein Bild dazu. Der Gebärstuhl unterstützt seit Jahrhunderten die aufrechte Position der Entbindenden. In Klammern Holzschnitt von Jost Ammann, Privatsammlung 1554, Klammer zu. Ja, wie gesagt, das ist halt wirklich eine Domäne der Frauen. Ja, und wenn es Männer gibt, die das auch können, ist das in Ordnung. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, eine Quote für Männer bei Hebammen zu fordern. Ne? Sowas ist nur möglich, wenn man eine Dame ist, die ihre Existenz darin begründet, für Rechte für Frauen zu kämpfen, die sie schon lange haben. Ne? Und daraus noch ja, Hirngespinste zu machen. Ja, weiter geht's. Mit dem 7. Oktober 1751 eine Randbemerkung. Der bayerische Vizekanzler Viguleus Franz Alois von Kreitmeier leitet eine Rechtsreform ein. Künftig gilt im Kurfürstentum Bayern der in Anführungszeichen Codex Bavarici Criminalis Anführungszeichen Ende als neues Straf- und Prozessrecht. Und noch eine Randbemerkung ohne Datum aus dem Jahre 1751. Auf Betreiben der russischen Zarin Elisabeth wird Adolf Friedrich aus dem Hause Holstein-Gottorf zum schwedischen König gewählt. Während seiner Regentschaft wird er aber in der sogenannten Freiheitszeit durch den mächtigen Reichstag in der Regierungsausübung beschränkt. Und damit sind wir schon auf Seite 5 und damit auf der Hälfte und liegen sehr gut in der Zeit. Mal schauen, wie der Rest vonstatten geht. Mal die Zunge mit etwas Milch und Kaffee geschmeidig machen. Und weiter geht's, immer noch im Jahre 1751, drei neue chemische Elemente. Der deutsche Chemiker und Bergbauingenieur Baron Axel Friedrich Cronstedt bestimmt das Element Nickel. Bis zu dieser Entdeckung war Nickel eine unliebsame Nebenerscheinung beim Abbau von Kupfer. Die Bergleute konnten es vom Kupfer nur schwer unterscheiden und hielten es zunächst für wertlos. 1753 erkennt ein Kollege Cronstedts, Geoffrey Jr., Wismut als Element. Wismut kommt als Begleitmetall in Blei, Kupfer und Zinnerzen sowie in Gneis und Granit vor. Nochmals zwei Jahre später, 1755, entdeckt der schottische Chemiker Joseph Black Magnesium. Joseph Black Magnesium, Magnesium ist das, was entdeckt. Ihm gelingt es erstmals zwischen Kalk und Magnesium zu unterscheiden. Seine Erkenntnis ist umso beachtenswerter, da Magnesium zwar das achthäufigste Element innerhalb der Erdkruste ist, aufgrund seiner Reaktionsfreudigkeit in der Natur jedoch kaum isoliert vorkommt. Insgesamt sind damit nun 16 chemische Elemente bekannt. Bild haben wir dazu nicht und damit kommen wir gleich zum nächsten. Noch einmal 1751 ohne Datum. Großes Lexikon mit 28 Bänden, jetzt kommt diese Enzyklopädie. In Frankreich bringen Denise Diderot und Jean Laurent d'Alembert den ersten Band der in Anführungszeichen Enzyklopädie Anführungszeichen Ende heraus. Bis 1772 erscheinen weitere 27 Bände, an denen unter anderem die aufklärerischen Denker Rousseau, Montesquieu und Voltaire mitarbeiten. Das Werk fasst das komplette Wissen der damaligen Zeit zusammen und ist damit von großer Bedeutung für die Epoche der Aufklärung. Inhaltlich führen die mitwirkenden französischen Wissenschaftler und Philosophen die Ideen
der britischen und niederländischen Philosophen, in Klammern unter anderem Grotius, Hobbes und Locke, Klammer zu, fort. Gedankenfreiheit ist in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Frankreich noch kaum ein Begriff. Und so muss Diderot noch kurz vor der Veröffentlichung des ersten Bandes wegen eines Aufsatzes, in dem er atheistische und materialistische Gedankengänge darlegt, eine Gefängnisstrafe absitzen. Bis 1772 arbeitete Diderot als Mitherausgeber an der Enzyklopädie, die bei ihrer Fertigstellung mehr als 18.000 Seiten umfasst. Im Jahre 1773 besucht Diderot die russische Zarin Katharina II. Und verkauft ihr seine gesamte Bibliothek. Mit dem Geld geht Diderot bis zu seinem Tode seiner philosophischen Arbeit nach. Ja, haben wir ja auch wieder, wenn man bestimmte Sachen anspricht und dann einfach nur mal Hypothesen aufstellt dazu, kann es schon passieren, man landet im Knast, ne, liebes erwähltes Volk, ne? Wenn man einfach nur mal Gedankengänge macht, ne, und die zu Papier bringt, könnte das als die sogenannte Volksverhetzung bezeichnet werden. Alle solche Dinge, die ich als jemand, der voll für Demokratie und echte Freiheit steht, weghaben will, ne? Und das hat nichts mit gegen den Staat und Reichsbürger zu tun. Nein, jedes Gesetz, jeder Paragraph, der die Meinungsfreiheit in irgendeiner Weise einschränkt und irgendwo versucht, den Leuten vorzuschreiben, wie sie zu denken, zu sprechen und zu schreiben haben, hat nichts zu suchen, aber auch gar nichts zu suchen in einer echten Demokratie und echter freiheitlichen Staat. Ja, weiter geht's. Und nochmal dem Mann, der da diese Leistung vollbracht hat. Porträt des französischen Schriftstellers und Philosophen Denis Diderot, einem der führenden Aufklärer. In Klammern Gemälde von Jean-Simon Barthélemy, Museum von Versailles 1780, Klammer zu, das wäre auch so einer, der ständig wahrscheinlich von Seehofer, von Kramer, von Müller, Meyer, Irja Müller auch, und wie soll er heißen, von diesen Bagagen gejagt und diffamiert würde und jeden Abend würde wieder das, was vom Verschwörungstheoretiker Diderot gebracht, ne, auf ARD und ZDF. So ist die heutige angebliche Wissensgesellschaft aufgebaut. Die hat nichts mehr mit Wissenschaft, die hat nichts mehr mit Demokratie, nichts mehr mit Freiheit und nichts mehr mit Rechtsstaat zu tun. Das ist Absolutismus, kommunistisch, jüdischer, zionistischer, kommunistisch, jüdisch-zionistischer Absolutismus in Reinkultur, was wir momentan erleben. Weiter geht's. 11. November 1751. Umstrittener Mediziner. Der französische Mediziner und Philosoph Julien Aufray de la Mettrie, geboren 1709, stirbt in Berlin. Berühmtheit erlangte La Mettrie vor allem durch sein Werk in Anführungszeichen Le Homme Machine, Anführungszeichen Ende, in Klammern zu Deutsch der Mensch als eine Maschine, Klammer zu. Kurzes Bräuchchen, Entschuldigung. Das er im Jahre 1748 in den Niederlanden veröffentlichte. Doch selbst in dem vergleichsweise liberal eingestellten Land, hier werden viele Bücher gedruckt, die überall sonst in Europa verboten sind, rief das Werk Kritik hervor. Unter der Voraussetzung, dass es keinen Gott und keine Seele gibt, vertritt La Mettrie in dem Buch die Ansicht, dass der Mensch nicht mehr als eine Maschine ist. Und wenn der Mensch eine Maschine ist, müsste man den perfekten Menschen erschaffen können. Das ist so ein Verreckter wie heißt er? Herr Schwab, ne? Ja. Nach der Veröffentlichung des Buches erhielt La Mettrie eine Einladung des preußischen Königs Friedrich II. An seinen Hofe nach Sanssouci. Dort stieg der Mediziner zum Leibarzt des Königs auf und wurde Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften. 1748 erschien La Mettries zweites bekanntes Buch, in Anführungszeichen Discours sur le Bonheur, Anführungszeichen Ende, das der Autor selbst als sein moral-philosophisches Hauptwerk ansah. Veröffentlichen konnte er es nur, weil er es als einen Vorspann zu einer Übersetzung von Senecas in Anführungszeichen De Beata Vita Anführungszeichen Ende tarnte.
Undogmatisch vertrat Lametrie darin materialistische, atheistische und antiklerikale Ansichten. Friedrich II., der sich als aufgeklärter und toleranter Regent sieht, ließ das Buch verbieten. Endgültig auf Konfrontation zu den aufklärerischen Strömungen seiner Zeit geriet Lametrie mit seinem Werk, in dem er die Lehre vom Schuldgefühl darlegte. Mit dem kontroversen Buch wurde Lametrie zum erklärten Gegner der Aufklärer. Wenige Jahre nach der Veröffentlichung von, in Anführungszeichen, Discours sur le Bonheur, Anführungszeichen Ende, stirbt Lametrie unter mysteriösen Umständen an einer Lebensmittelvergiftung. Schon bald gerät er in Vergessenheit. Ja, und damit ist bewiesen worden, dass der Mensch doch keine Maschine ist. Die hätte man reparieren können. Er ist gestorben. Ja, das sind solche Verrückten. Die gab es schon immer. Wie ein Herr Klaus Schwab. Der Unterschied ist nur, damals gab es aufrechte Männer wie einen Friedrich II., der erkannt hat, was das für ein Verrückter war und hat ihn dann nicht mehr als seinen Berater genommen. Bei Frau Merkel und Co., die hat nur solche Verrückten um sich als Berater. Ja, und da haben wir ein Bild dazu. Das sind dann die Experten und Wissenschaftler. Tafelrunde von König Friedrich II. Von Preußen im Schloss Sanssouci. Zu den geladenen Gästen gehört auch Lametrie. In Klammern Gemälde von Adolf Menzel, 1850, Klammer zu. Jetzt sind wir doch schon zeitlich ganz schön vorangekommen. Mal schauen. Was heute wirklich sehr, sehr viel Text war. Und gerade in Anbetracht dessen, dass wir in der Zeit schon so vorangeschritten sind. Aber es sind viele Bilder drin, schaffen wir noch. 1752 immer, da nehme ich schon. China erobert die Mongolei. Die seit 1673 andauernden Kämpfe zwischen Chinas Kaisern, der Qing-Dynastie und den Mongolen enden mit einem Sieg der Chinesen. Die Mongolei und Ostturkestan werden vollständig unterworfen. China führt in der Folgezeit zahlreiche weitere Eroberungskriege, um durch Ausdehnung der eigenen Grenzen der Gefahr etwaiger fremdländischer Invasionen zu begegnen. Die aus diesem Sicherheitsinteresse unternommenen militärischen Vorstöße führen 1757 zur Eroberung der Dschungarei im westlichen Zentralasien und zwei Jahre später zur Einnahme des Tarim-Beckens in der heutigen Provinz Xinjiang. Damit erreicht das Reich der Mitte seine größte territoriale Ausdehnung in Zentralasien. 1760 erfolgt eine Beschränkung des Handels mit dem Ausland auf den Hafen Kanton, die bis 1842 bestehen bleibt. Nochmal ein Bild. Jurten in der mongolischen Steppe. Die runden, transportablen Filzhütten dienen den mittelasiatischen Nomaden als Unterkunft. Hammer, sie so liebten sie. Und da haben wir schon das erste. Dieser jetzt insgesamt drei Bilder auf diesen zwei Seiten weg. 1752, das letzte für heute. Salon der Blaustrümpfe. In London unterhält Lady Elizabeth Robinson Montague einen literarischen Salon, der Mittelpunkt des gesellschaftlichen und geistigen Lebens in der Hauptstadt wird. Es sind vor allem Damen der Gesellschaft, die sich bei Lady Montague treffen. Sie alle wenden sich von dem üblichen Klatsch und den Hofintrigen ab und suchen in ernsten Gesprächen Anregung und Belehrung. Auch die gängigen Modetrends lehnen die Damen des Salons ab. Die gelehrten Frauen wollen zeigen, dass sie anders denken als die anderen. Nach dem Vorbild eines männlichen Schriftstellerkreises, dessen Mitglieder alle schwarze, seidene Strümpfe anhaben, tragen die Mitglieder des Montague-Circles blaue Wollstrümpfe und werden deswegen scherzhaft in Anführungszeichen Blue Stockings, Anführungszeichen Ende, in Klammern zu Deutsch Blaustrümpfe, Klammer zugerufen.
Lange Zeit bleibt die Bezeichnung der Spottname für Frauen und Mädchen, die ihre Interessen nicht auf den Herd beschränken, sondern am geistigen Leben ihrer Zeit teilnehmen. Elizabeth Montagu selbst nennt man auch die in Anführungszeichen Dame du Deffand der englischen Hauptstadt, Anführungszeichen Ende, in Klammern nach Marie-Anne du Deffand, die im Pariser Fauxbourg Saint-Germain Philosophen und Literaten empfängt, Klammer zu. Trale, eine Freundin der Montagu, führt junge Künstlerinnen wie Hannah Moore, Fanny Burney und die deutsche Malerin Angelika Kaufmann in den Salon ein. Aber auch Männer gesellen sich ab und an dazu. Beispielsweise der englische Schriftsteller Samuel Johnson, in dessen Ziegelhaus am Gough Square in London sich regelmäßig ein Kreis gelehrter Literaten trifft. Auch Benjamin Stillingfleet, der dem Kreis um Johnson gelegentlich angehört, kehrt zur Teestunde bei Elizabeth Montagu ein. Bei seinen Besuchen passt sich der Naturforscher den dort herrschenden weiblichen Sitten an und trägt blaue Strümpfe aus grober Wolle anstatt der üblichen schwarz-seidenen. Im 19. Jahrhundert beginnen die in Anführungszeichen Blaustrümpfe, Anführungszeichen Ende, für das Frauenwahlrecht und den Zugang für Frauen an Hochschulen zu kämpfen. Und jetzt kommen noch die beiden Bilder und da sind wir schon durch. Ja, da tat sich so einiges in dieser Zeit. Auch die englische Schriftstellerin Frances, in Anführungszeichen genannt Fanny, Anführungszeichen Ende, Burney, gehört zum Kreis der in Anführungszeichen Blaustrümpfe, Anführungszeichen Ende. In Klammern Zeichnung von Edward Francis Burney, 1930, Brooklyn Museum. Oder diese Fanny Burney. Und dann kommt noch ein Bild und dann sind wir fertig für heute. Ja, ist doch wieder etwas länger geworden. Aber viel, viel Text heute gewesen. Die deutsche Malerin Angelika Kaufmann wird von einer Freundin der Montagu in den literarischen Salon eingeführt. In Klammern in Anführungszeichen Selbstbildnis, Anführungszeichen Ende, Sammlung des Selbstbildnisse Corridoio Vasariano 1762-63, da war also die deutsche Madame Kaufmann, Frau Kaufmann. So sah sie aus. Ich hoffe, man kann alles gut dann im Video erkennen. Trotz der späten Stunde und dem fehlenden Tageslicht. Ja, und damit sind wir durch. Und weil es heute alles schon zu spät ist, mache ich gar kein langes Federlesen mehr, sondern sage nur noch einfach, ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei. Es gab wieder die ein oder andere Wissenslücke, die geschlossen werden konnte oder altes Wissen, das wieder aufgefrischt wurde und vor allem dem Anregungen zum selbstständigen Nachdenken über historische Persönlichkeiten und Ereignisse der Geschichte. Und dann hoffe ich, dass das Video auch heute wieder gefallen hat und wir uns auch morgen wiedersehen, sowohl bei YouTube als auch bei Facebook und VK.com, eigentlich so aus dem Umkehr, VK.com, YouTube und Facebook. Ja, und damit verbleibe ich wie immer mit. Halt die Ohren steif. Bleibt kämpferisch und gesund, trotz des vielen Schnees. Ciao, ciao, euer Egon.